Mir fiel noch ein positiver Fakt ein und genau das ist das, was wir hier richtig machen und was wir in Zukunft noch viel mehr machen sollten. Es ist nämlich fröhlich zu sein, zu lachen, miteinander zu reden und nicht nur anzuprangern, was nicht in Ordnung ist. Wir haben hier im Vorfeld ein kleines Erntedankfest gehabt. Ein Dankeschön an die Natur, ein Dankeschön an die Menschen, die für uns die Lebensmittel produzieren. Auch ein Dankeschön an Gott, dass er uns das geschenkt hat. Der Marco hatte heute mal ein paar Worte aus seinem Herzen heraus. Wie immer sagt er. Na klar, was soll es auch anderes sein? Ja, danke schön. So, schon besser. Ja, schönen guten Abend, Greifswald. Schön, dass ihr wieder alle da seid und für eure Freiheit einsteht und für eure Rechte kämpft. Schön nochmal, also schönen Dank auch wieder an Uwe, an das Orga-Team, dass das alles so klappt jeden Montag, dass wir unsere Meinung äußern können. Heute habe ich nicht so ein großes Thema, sondern eher was Regionales, aber ich denke, es ist ein bisschen bezeichnend für das, was gerade so passiert irgendwie und von der Einstellung der Menschen. Und zwar geht es darum, ums Thema Fahrraddiebstahl. Mir wurde nämlich tatsächlich letzte Woche Dienstag mein Fahrrad am Bahnhof entwendet und ich wohne jetzt in Greifswald seit 3 Jahren und es war das zweite Fahrrad, was mir dort entwendet wurde. Und ich bin aus dem Zug ausgestiegen, bin zu den Fahrradständern am Bahnhof gegangen und da lief da eine mir verdächtige Person an den Fahrrädern und guckte mir so bei den Schlössern und guckte die Fahrräder durch. Und habe ich mir erst nichts dabei gedacht. Und dann gehe ich zu meinem Fahrrad und sehe ich, okay, mein Fahrrad weg. Aha, scheiße, denke ich, okay. Dann gucke ich ihn an, er guckt mich an. Irgendwie merken wir, irgendwas stimmt da nicht ganz. Er wohl auch irgendwie. Und auf jeden Fall ging er dann weiter. Und ich überlegte, okay, irgendwas war jetzt wirklich sehr, sehr komisch. Naja, bleibst mal dran und guckst mal, wo er so hingeht. Dann ging er ins Café dort beim Gleis 4 und ich dachte, ja, und jetzt? Das kommt dir so komisch vor, rufst du mal die Polizei. Habe ich tatsächlich die Polizei gerufen, habe denen den Fall geschildert, dass mir das irgendwie sehr, sehr seltsam vorkam und die meinten, ja, wir schicken Streifenwagen. Okay, Treffpunkt Edeka, gut. Ich gewartet, denjenigen beobachtet. Er saß dort, hat mit seinem Handy gedaddelt. Kurze Zeit später kam sein Kompagnon, haben sie irgendwie gesprochen. Polizei geguckt, keine Polizei da. Denke ich, wann kommen die denn? Naja, kurze Rede, lange Sinn. Irgendwann sind sie aufgestanden, er und sein Kumpel, sind dann wieder Richtung Bahnhof oder Richtung Fahrradständer gegangen und die Polizei war leider noch nicht vor Ort. Ich denke, okay, naja, beobachte sie mal. Dann gingen sie hin, nehmen irgendein Fahrrad, treffen sich am Bahnhofsplatz, gucken die Fahrräder nur so an und fahren los. Da denke ich, schön. Wo ist die Polizei? Keiner da. Naja, gehst du mal zum Edeka? Geh zum Edeka, dann standen dort tatsächlich die beiden oder zwei Streifenwagen. Dann war ich ein bisschen aufgeregt, habe gesagt, Leute, Mensch, ihr seid eigentlich zu spät, könnt ihr nicht mal eher kommen bei sowas? Ja, keine Zeit und Personalmangel und warum auch immer. Also sie hatten andere Dinge zu tun. Dann habe ich denen den Fall geschildert und dann meinten die so, ja, wie sahen denn die Täter aus? Dann habe ich denen die Täter beschrieben und dann ist ein Streifenwagen losgefahren und meinte, ja, wir fahren nochmal die Bahnhofstraße ab. Losgefahren, wupp. Kurz Zeit später hörte ich dann über Funk von dem anderen Kollegen, ja, die Täterbeschreibung passte, aber Täter flüchtig. Aha, gut. Ja, dann kam der zweite Streifenwagen wieder. Von mir wurden die Daten aufgenommen und ich sage, ja, und jetzt? Und ja, das können Sie sich bei der Versicherung melden, kriegen Sie vielleicht erstattet. Ich sage, ja, aber wie oft kommt denn sowas vor hier? Na ja, sagt er, das haben wir eigentlich jeden Tag. Aha. Und jetzt? Und was ist die Schlussfolgerung daraus? Irgendwie mal, was tun Sie denn jetzt? Ja, können wir nicht und weiß ich nicht. Und ne, dann habe ich durch Recherchen und durch Gespräche noch erfahren, dass im Prinzip das ein sehr großes Problem ist mit diesen Fahrraddiebstählen hier in Greifswald tatsächlich. Und ich da auf jeden Fall nicht der Einzige bin, der das Problem hat. Einige wurden schon aus der Versicherung geschmissen, weil ihnen das Fahrrad so oft geklaut wurde.
Und ja, wie der Zufall das so will, stehe ich hier vorne an der Europakreuzung, steht ein Zettel dran, suche mein Fahrrad wurde gestohlen. Aha, also es ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich sage, Mensch, das muss man doch mal angehen, da muss man doch mal irgendwie was dagegen tun. Weil jeder, der einen Fahrraddiebstahl meldet, der gibt ja auch an, wo es gestohlen wurde. Also warum sammelt man dann nicht die Daten, bildet Knotenpunkte und schickt mal ein paar, meinetwegen Polizisten in Zivil dorthin und verfolgt diese ganze Geschichte? Nein, es wird einfach ignorant, als wenn es das Normalste von der Welt ist. Der hat ein Fahrrad geklaut, ja, macht er das eben. Weiter, ja, jetzt kommt nochmal das kleine i-Tüpfelchen. Ich bin nämlich gestern wieder die Bahnhofstraße mit Auto gefahren. Wer fährt da freudestracks strahlend auf einem blauen Fahrrad, auf jeden Fall ein anderes Fahrrad, was er letzten Dienstag unter dem Hintern hatte, der diejenige Person, die am Dienstag auch das Fahrrad genommen hat. Also das heißt, der ist auf jeden Fall wöchentlich, geht er da hin und als wenn es das Normalste von der Welt ist, nimmt er einfach ein Fahrrad und fährt nach Hause. Das kann doch nicht sein. Wo sind wir denn gelandet, dass da niemand was gegen tut und keiner mal dagegen angeht? Also ich finde es eine Sauerei, auch wenn es nur Fahrradclown ist. Aber da sollte doch mal die Politik auch was dagegen tun und auch gerade die Kommunalpolitik. Und deswegen habe ich das in der Initiative auch angesprochen, dass wir das auf jeden Fall bei uns als Thema in der Initiative bei der nächsten, ja, bei der nächsten Wahl auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben. Weil ich finde es einfach nur traurig, das einfach so zu akzeptieren und zu sagen, ja, scheiß drauf, der klaut halt ein Fahrrad, ist halt das Normalste von der Welt. Finde ich, geht gar nicht. Und ja, das war so mal ein regionales Thema, was ich hier gerade erlebt habe. Und ja, ansonsten schönen Abend noch, ne? Ja. Danke, Marco, für diesen kleinen Beitrag. Ja, wir werden uns freuen. Wer war das? Eckhardt, glaube ich, war ihr. Göring Eckhardt. Ja, wir werden uns freuen auf das, was sich in unserer Gesellschaft verändert. Ich glaube, die Freude ist selbst bei so manchen Grünwählern so tief gesunken, dass sie mit langen Gesichtern durch die Gegend laufen und von Freude ist nichts mehr zu sehen. Stimmt, ne, Heiko? Ja, Freude, wir kommen ja jetzt wieder in die Winterzeit und mit dem Duschen und all diesen Sachen. Ne? Und Heiko hat einen Rat.